Willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit dem historischen Rom. Ja, wir haben ein paar Folgen ausgelassen. Oder, ich glaube, zwei Folgen ausgelassen, glaube ich. Sorry, deswegen war ein bisschen stressig bei mir. Ja, wir sind 63 vor Christus. Gut, ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, bis wir in Gallien einfallen. Und da auf dem anderen Ende, am anderen Ende der Welt so. Gut, sonst, die sind... Der bekommt noch was. Ach, der ist ein ganz frischer. Den machen wir zum Strategen, würde ich sagen. Der bekommt dann viele Kinder. Ja, barbarische Stämme ist jetzt für ihn ziemlich gut, weil er ja in Britannien einfallen soll. So, den erhöhen wir ein bisschen. Und er kann noch nicht keine Frau nehmen. Okay. Ist in Ordnung. So. Die kann wieder einen Mann holen. Die könnte auch wieder einen Mann. Ja, aber die ist schon 63, da bringt es nichts. Die ist 57, 64, 59. Die sind alle ziemlich alt. Also die 47 könnte ich noch. Warte. Genau, das tun wir dann weg. Die hat noch einen Mann, die hat einen Mann, die hat keinen. Die 47, ja. Dann tun wir das auch weg. Damit wir halt die ganzen Kinder bekommen, bla bla, wieder Jüngeren geben können. Hey, wo ist sie? Das ist hier, oder? Ah, wieso switcht das immer weg? 32, die kann immer noch. Noch keine. Ah, brutale Ehefrau. Uiuiui. Reiche Ehefrau und du bekommst Kinder. So, der darf jetzt auch langsam Kinder oder eine Frau bekommen erstmal. Gut. So. Das ist alles schön und gut. Genau, die bleiben hier. Da schaue ich erstmal, was in Petra ist. Gar nichts ist in Petra, aber da ist was. Gut. Na. Kann ich euch dienen? Du gehst weiter nördlich. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das dann verschieben alles. Gut, also Mesopotamia wird dann noch irgendwann in ferner Zukunft eingenommen. Hier Armenien wird auch noch eingenommen. Und hier, das da wird noch eingenommen. Aber sonst sind wir schon relativ am maximalen, was Rom damals eingenommen hat. Ups. Gut, ihr seid jetzt... Oh. Der hat ein bisschen was verloren. Der bekommt wieder mehr Fernkämpfer. Und du... Du hast auch einen verloren. Was gebe ich dir? Evocati? Ja. Evocati Adler hab. Ich habe eine Adlerkorte. Ja, dann bekommst du Evocati. So, du da baust dir gerade ein. Zu euren Diensten. Du könntest die mal aufreiben.
Sklaven? Du sollst die Sklaven nicht töten. Ja, naja. Gut. So, dann haben wir das gemacht. Also der kann hier wieder so super weit gehen. Du bekommst, genau, Legionärskavallerie. Du bleibst da stehen. Und sonst, wie sieht's denn eigentlich gerade aus mit Verbündeten? Der ganze Osten ist unser Feind. Das ist aber in Ordnung. Hier ist überhaupt kein Feind da. Ein bisschen schade. Öffentliche Ordnung ist überall extrem hoch. Naja, wir sind hier rum. Regionswohlstand ist auch ziemlich fortgeschritten. Und Wachstum ist überall das Niedrigste, weil wir überall schon ja, perfekt aufgestellt sind. So, was... ja, dann gibt es noch ein paar... Dinger, aber ich glaube, das ist alles nicht für uns bestimmt. Warte, wir hatten aber drei. Das heißt, einer von beiden hat noch eine Tradition. Nee. Provinz, genau. Hier könnte ich was machen. Steuersatz brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Jolalität, ne? Loyalität brauchen wir auch nicht. Wohlstand, Anpassung aus an die lateinische Kultur. Das nehmen wir mal. Hier, also ein Tempel haben wir schon. Ja, wir können hier ja alles updaten. Das werden wir dann auch noch tun. Ja. Wir werden das da machen. Dann hier alles hochpumpen. Weil das da wird unser Tor nach, nach Osten. Warte, nee, dann kann ich das da. Dann hier können wir noch eine Quarke. Quarka Maxima und der Torenschule. Hier können wir nix. Ah, doch. Ah, Roma, warte, da wollte ich, stimmt. Da wollte ich doch, gerade einen Zirkus baue ich und da wollte ich Kolosseum und dann Zirkus Maximus. Aber anscheinend kann ich das nicht beides hier bauen. Ah, das schaue ich dann mal. Wäre natürlich geil, in Rom beides zu bauen. So traditionell, ihr wisst schon. Hier hoch. Ah, da hoch. Hier hoch. Militär. Weinhändler und Vieh-Ding. Gut, dann war's das. Super, super. So, wie gesagt, jetzt müssen wir schauen, dass wir Britannien. Also mit Britannien wird es dieses Mal ein bisschen schwer, weil die schon eine Oha. Ja, sieh mir eine an. Ja, kommt das. Ja, der hat Riesenballiste. Geil. Also die Kavallerie können wir aufreiben. Die Riesenballiste, da werden wir unser Mob hinschicken. Und die da sind halt ein bisschen ärgerlich. Aber an sich, ja. Was sind das für welche? Die kenne ich gar nicht. Naja. Werden wir alles sehen. Lululula. So, hier ist er. Ach, das ist ja wieder diese. Diese. Ding. Wie geht es? Dann werden wir mal hier. Ich bin glücklich, Rom zu dienen. Das ist schön, dass ihr glücklich seid, Rom zu dienen. So. Ich werde hier mich mal aufbauen. Die da werde ich. Warte, ist die Balliste.
fixiert? Ja. Aber trotzdem wird die bis hier schießen können. Ach, das ist alles so ärgerlich. Schnelles Marschieren! Momentan sind die ja versteckt, meine Einheiten. Die backen ein bisschen rum. So, hoffentlich werden die nicht abgefangen. Können die rein theoretisch schießen. Ja, genau. Das ist echt sehr, sehr ärgerlich. Unser General wird angegriffen! Vor allem, der macht's richtig. Er lässt sie einfach schießen. Die Römer sind bereit, ihre Pflicht zu tun. Er lässt sie einfach schießen. Machen die nicht so arg viel Damage. Männer wanken. Jupiter, gib uns Kraft. Legionär Kohoke! Nachkampf! Stolze Römer! Blutige Römer, bis zum letzten Mal! Söhne des Mars! Geschosse Wachter! Kommandant! Kommandant Kuhle! Nachkampf Infanterie! Befehle? Ups, da schießt ja jemand hin. Aber ja, das ist echt egal. Mars, helfe uns! Mutige Römer, bis zum letzten Mal. Ja, die Sterne, also die fliehen gegen die lausigen Dinger. Liebes! Und das wäre natürlich jetzt einer noch der Höhe. Infanterie zu euren Diensten! Eure Befehle! So, mal schauen, wie viel ich da erreichen kann. Eine sehr dünne römische Linie. So. Aber es wird schon. Übernehmt mal die Katapulte hier. So, das ist schon mal gut. Stolze Römer! Doppelte Geschwindigkeit! Bereit zum Einsatz! So, volle Kanne auf den gegnerischen General. Banken an. General! Oh, ist das schön. Angriff! Für Rom! Geschossen, Infanterie bereit!
mein Mopsi-Bopsi wieder zurück, weil der wird auch nichts mehr ausrichten. General! Mars, helfe uns! Die Römer sind bereit, ihre Pflicht zu tun! Egal. Mutige Räuber bis zum letzten Mann! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Schnell! Liebes! Angreifen! Oh. Ah, die habe ich jetzt verpeilt. General! Ah, scheiße. Geschossinfanterie! General! Zerstückelt die! Liebes! Liebes! Das war schlecht. Wow. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Geschossinfanterie zu eurem Dienst! Die königliche Garde ist echt nicht schön. So, gut. Dann war's das. Aber ich hab ihn. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Ziemlich. Das ist ein schändlicher. Ja, aufgerieben, glaube ich. Ja, 500. Ja, 540. 50. Ist auch nicht so wild, aber die Kavallerie habe ich mitgenommen. Ein paar Einheiten. Passt. Ja, das, der hat sich echt gut geschlagen. Also zuerst die Katapulte schießen lassen. Der hätte halt ja früher darauf reagieren müssen, dass mein Mob da bei seinen Katapulten war. Aber... ja. So. Glaubst du, Sabah, dass... hallo? Achso. Oh, da kommen ja ein paar Herausforderungen. Sehr schön. Das freut mich. Das tut mich ein bisschen freuen. So. Ups. Ich finde es nur schade, dass der Stamm, dass Sabah jetzt die Herrschaft über den Osten bekommen hat und nicht irgendwie Seleukiden oder so. Das wäre dann nochmal schön. Nochmal sehr schön. Auch historisch gesehen sehr gut. Unser Kaiser. Soll sich unser Kaiser mit so einem Wischmob da aus... Nee, warte. Hier ist einer, hier ist einer. Und der Kaiser. Der wird, glaube ich, jetzt in gewaltigen Marsch Richtung... erstmal Richtung hier und dann weiter bis Britannien gehen, würde ich sagen. Weil der Cäsar war damals ja kein Dude. Also, was lache ich? Warte mal. Achso, okay. Eben damals noch kein Kaiser, der hat sich ja selbst noch einen Kaiser gemacht, das wisst ihr alle. Und, genau. Zu euren Diensten! Warte, der bekommt noch was hier. Ah, okay. Wohlstand. Immer gut. So. Armee zerstört, Garnisonsarmee. Eigenschaften erhalten. Treu, sehr schön. Siedlung verloren. Haushalt, Provinz. Okay, alles klar. Antiochia. So, was bekommt die da? Minerva.
Bewegungsreichweite. Rammschaden. Neptun. Verstärkungsrate ist auch unglaublich gut und wichtig, damit man gleich weitermachen kann. Viel haben wir ja nicht mehr. Auftreten politischer... Ja, komm. Alter, nur noch 4. Forschungsrate plus 400%. Alter. Ja, wir können jetzt wieder hier. Kultur. Haben wir noch was? Ja. 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 Ah, nee. Ja. Ja. Ganz neue Kloaken jetzt hier. Gut, dann schauen wir mal, was jetzt so abgeht. Vor allem im Osten wird es interessant. Ja, jetzt noch ein paar Runden und dann können wir endlich die Invasion auf Britannien und auf Frankreich machen. Germanien. Oder beziehungsweise Frankreich ist ja Gallien. Ah. Hä? Will er mich verarschen? Scheint wohl so. Gut, das werden wir dann in der nächsten Runde spielen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, bis zum nächsten Augenblick. Irgendwie so. Bye, bye.